Es ist Freitagabend, 18.99 Uhr. Hier ist Schwarz-Blau aktuell, das Nachrichtenmagazin des FSV Frankfurt. Heute im Studio Laura May. Liebe FSV-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schwarz-Blau aktuell. Nach dem spielfreien Wochenende für den FSV Frankfurt geht es am Samstag zum Auswärtsspiel nach Balingen. Die Bilanz in der Regionalliga ist relativ ausgeglichen. Bei 5 Aufeinandertreffen konnten sowohl die Schwarz-Blauen als auch der Balinger SC je 2 Siege einfahren. Einmal trennten sich beide Teams unentschieden. Die Mannschaft von Cheftrainer Tim Görner geht frisch gestärkt in die Partie am morgigen Samstag und will an ihre guten Leistungen in Steinbach anknüpfen, um die nächsten Auswärtspunkte mit nach Bornheim zu nehmen. Geleitet wird die Partie von Tobias Hutmacher mit seinen Assistenten Maurice Rummel und Melissa Joos. Anpfiff ist um 14 Uhr. Unser Partner Dietrich Personal Consulting stellt sich vor. Die Dietrich Personal Consulting ist der starke Partner für Human Resource und Recruiting Prozesse und ist ein international agierender Dienstleister. Neben eigenen Recruiting Tools bietet Dietrich Personal Consulting ein umfassendes Produktportfolio, um die internen HR-Prozesse der Kunden zeit- und ressourcensparend zu halten. Die Dienstleistungen von Dietrich Personal Consulting erstrecken sich von der klassischen Personalberatung bis hin zum Karrierecoaching. Seit der Saison 2021/22 gehört Dietrich Personal Consulting zur Sponsorenfamilie des FSV. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dietrich-personal-consulting.biz. Funkstätter, die Biermacher. Auch unser Nachwuchsleistungszentrum ist dieses Wochenende wieder im Einsatz. Am Samstag startet das NLZ des FSV Frankfurt mit 2 Heimspielen in das Wochenende. Die U17 des FSV empfängt den FV Biebrich und die U15 der Schwarz-Blauen den SC Freiburg in der PSD Bank Arena. Am Sonntag reist die U19 des FSV zum 1. FC Erlensee sowie die U14 zum Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05. Während die U16 der Schwarz-Blauen den FC Bayern Alzenau auf heimischem Rasen begrüßt. Die U13 des FSV ist am Sonntag im Turnier Einsatz. Alle weiteren Termine und Gegner unserer Nachwuchsmannschaften findet ihr auf der Homepage des FSV Frankfurt. Wie immer wünschen wir allen Mannschaften viel Erfolg. Das war Schwarz-Blau aktuell für diese Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche um 18.99 Uhr.